select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Manuel, Glückwunsch zum deutlichen Sieg. War es vom Spielverlauf? Hätte man dieses deutliche Ergebnis erwartet? Nee, ich denke, wir wussten, dass es schwer wird, den Spielberg zu spielen. Gerade auf dem Platz. Es ist auch eine Kämpfermannschaft wie mir. Wir wollten sie früh unter Druck setzen. Das ist uns auch ganz gut gelungen. Und von dem her war es das ersehnte schwere Spiel, wo wir heute gespielt haben, den Spielberg. Was hat heute den Ausschlag gegeben? Ich denke, wir waren vorne gieriger. Wir haben das gut gespielt, wir haben uns die Räume aufgemacht, da haben wir dann reingespielt und so sind wir dann auch zu unserer Torchance gekommen. Ich denke, das war heute der Dosenöffner und von dem her, das haben wir uns vorgenommen, das hat funktioniert, da sind wir zufrieden. Jetzt seid ihr seit schon, was weiß ich, 7 Spieltagen oder so Spitzenreiter, setzt euren Höhenflug mit diesem Sieg fort. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft und wie sicher glaubt man die Meisterschaft und den Aufstieg? Also die Stimmung in der Mannschaft ist bei uns eigentlich immer gut, auch wenn es mal nicht so läuft. Wir haben eine super Kameradschaft im Team und über den Aufstieg, klar. Man kriegt zwar eine Seite um die Ohren gehauen, aber wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, das richtig einzuordnen. Und von dem her wird darüber eigentlich jetzt nicht viel geredet. Wir arbeiten von Spiel zu Spiel. Das tut uns gut. Wir arbeiten unter der Woche sauber und dann hoffen wir, dass es natürlich so weitergeht. Für euch geht es am Freitag weiter gegen den FC Nöttingen. Wird bestimmt nicht einfach. Was denkst du, was wird das für ein Spiel und wie werdet ihr versuchen, den Gegner zu packen? Also ich denke, es wird ein sehr schweres Spiel. Wir wissen die Stärke von Nöttingen. Sie haben über Jahre hinweg eine sehr gute Mannschaft. Wir hätten noch was gut zu machen vom Vorspiel. Ich denke, unseren Trainer wird uns noch die richtige Taktik mit auf den Weg geben. Da kann ich jetzt gerade noch nichts dazu sagen. Aber auch da wollen wir natürlich daheim und bei Flutlicht wollen wir da natürlich das positiv gestalten. Manuel, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de